Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns live durch Facebook und via Internet mitverfolgen. Und herzlich willkommen, liebe Familie von Pfarrer Alexander Abrahamowitsch. Einen besonderen Gottesdienst feiern wir heute. Einen Gottesdienst, an dem wir an unserem langjährigen und sehr geschätzten Pfarrer Alexander Sascha Abrahamowitsch gedenken. Er ist vor einem Jahr am 19. März in seinem 94. Lebensjahr von uns gegangen. Mitten im Lockdown, im ersten Lockdown, mitten einer Zeit, in der die meisten von Ihnen keine Möglichkeit hatten, von ihm Abschied zu nehmen und in der wir keinen öffentlichen Gottesdienst abhalten konnten, um uns an Pfarrer Abrahamowitsch zu gedenken. Erlauben Sie mir zuerst im Rahmen dieses Gedenkgottesdienstes ein paar prägnante Daten aus seinem Leben zu erwähnen. Alexander Abrahamowitsch ist am 10. September 1926 in Wien geboren. Sein Vater war praktischer Arzt. 1938 emigrierte die Familie in die Schweiz. Abrahamowitsch studierte in Basel und Straßburg evangelische Theologie und kehrte nach dem Krieg nach Wien zurück. Sein Lehrvikariat absolvierte er hier in der reformierten Stadtkirche und in Wien Süd. Nach der Ordination zum Pfarrer war er anfangs als Jugendpfarrer tätig. Ab 1957 bis zu seiner Pensionierung 1990 war er Pfarrer unserer Gemeinde. Die Ökumene war Abrahamowitsch ein besonderes Anliegen. Er hat gemeinsam mit Pfarrer Peter Kahner 25 Jahre lang in diesem Sinne in der reformierten Stadtkirche gewirkt. Pfarrer Abrahamowitsch war ein geschätzter Prediger und ab 1965 freier Mitarbeiter des URF. Von 1981 an initiierte und organisierte Pfarrer Abrahamowitsch mehrere Hilfsprojekte, zuerst in Süditalien, dann in Tunesien und seit 1985 das Projekt Abraham in Sané, in einem Dorf in Burkina Faso, nahe der Hauptstadt Ouagadougou. Seit 1954 bis zu ihrem Tod im Jahr 2019 war Pfarrer Abrahamowitsch mit Maria Theresa, geborene Amantea, verheiratet. Sie war Pianistin und stammte aus Italien. Die beiden hatten gemeinsam 5 Kinder, 2 Enkelkinder und 6 Urenkel. Pfarrer Abrahamowitsch war seit früher Jugend ein aktiver Musiker und veranstaltete als Cellist viele Kammermusikabende. Unser heutiger Gastmusiker und Gemeindemitglied Florian Berner hat ihn auch noch als Cellist und Pfarrer erleben und sich von ihm prägen lassen. Liebe Gemeinde, liebe Familie von Pfarrer Abrahamowitsch, diese Lebensdaten waren gefüllt mit einem tiefen Gottesglauben, mit ökumenischer Offenheit, mit Feingefühl für Musik und bildnerische Kunst und mit einer besonderen Spiritualität. Wo die Wurzeln seiner besonderen Lebenseinstellung waren, fasste er in einem kleinen Büchlein zusammen mit dem Titel Amaris, du wirst geliebt. Ich habe diesen Titel für den heutigen Gottesdienst übernommen. Sie können diesen Titel auf dem Gottesdienstblatt auch lesen. Wir wollen uns heute an Pfarrer Abrahamowitsch erinnern.
Aber sich erinnern heißt immer, die Botschaft seines Lebens bedenken und uns dadurch trösten und auf das Leben ermutigen lassen. So lasst uns gemeinsam beten. Gott, hilf uns, denn das Wasser geht uns bis an die Kehle. Wir versinken in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Wir sind in tiefe Wasser geraten und die Fluten wollen uns ersäufen. Wir haben uns müde geschrien, unser Hals ist heiser, unsere Augen sind trübe geworden, weil wir so lange warten müssen auf dich, Gott. Und wir sind uns selbst fremd geworden, uns selbst und unseren Nächsten und unbekannt den Kindern und unseren Eltern. Barmherziger Gott, wir alle kennen Menschen. Und manchmal sind wir selbst, die gerade jetzt den Boden verlieren unter den Füßen, denen so ist, als würden sie immer nur fallen in einen Abgrund ohne Ende. Gott, wir ahnen, was sie mit Worten nicht ausdrücken können. Die Verzweiflung darüber, alle Sicherheiten im Leben verloren zu haben. Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Erkrankung, Trauer. Und die Ängste, die nachts aufsteigen und sich auch morgens nicht vertreiben lassen. Und dazu die Wut. Die Wut darüber, das eigene Leben nicht mehr selbstbestimmt leben zu dürfen. Gott, aber wir sehen dabei auch den Kampf um Hoffnung. Und mitten in dieser Düsternis der verwundeten Seelen die Sehnsucht nach der Vielfalt des Lebens, nach der Buntheit, nach all den Farben, die das Leben ausmacht. Gott, manchmal packt es uns selbst und uns verwirrt die Situation. Und deshalb bitten wir dich, Gott, sei uns nicht fern mit deiner Hilfe. Komm zu uns mit mutmachenden Worten, mit tröstenden Berührungen und mit Zeichen deiner Nähe, die wir uns gegenseitig jeden Tag schenken dürfen. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben hier vorne noch einige Plätze. Sie können sich gerne diese Plätze auch nehmen, wenn Sie vielleicht nicht gut hören oder wenn Sie hinten vielleicht noch Raum brauchen. Wir dürfen zurzeit leider nicht singen, wie wir gewohnt sind, aber wir dürfen die Texte des Liedes, des nächsten Liedes mitlesen. Und wir dürfen dadurch mitbeten und mitsummen, dieses Lied. 271, die Strophen 1 und 3.
Bei dem familiären Abschiedsgottesdienst im letzten Sommer haben Sie, liebe Familie von Pfarrer Abrahamowitsch, eine kleine Erinnerungskarte vorbereitet. Auf dieser Karte ist ein selbstgemaltes Weihnachtsbild von Ihrem Vater zu sehen, aus dem Jahr 1948. Sie können, liebe Gemeinde, dieses Bild auch sehen hier auf dem Gottesdienstblatt. Ein Bild, ein beinahe prophetisches Bild ist hier zu sehen, an dem er zu den einzelnen Gestalten der Weihnachtskrippe jeweils eine Konfession zugeordnet hatte. Der stehende Mönch verkörpert die römisch-katholische Konfession, der am Boden die Orthodoxen. Josef, verhalten an der Wand, steht für evangelisch und Maria verkörpert eine Tochter Abrahams. Der Hirte ganz oben steht für ein religiöser Analphabet, der wie die Kinder noch offene Augen und Ohren für Engel hat. Ein prophetisches Bild, denn schon im Alter von 22 Jahren zeigte sich, wie wichtig für ihr Vater das Gesamtbild der Kirche, also die Ökumene war und dadurch die Kirche in ihrer Verschiedenheit, aber in ihrer Einheit wahrzunehmen und das Verbindende zu suchen. Auf der Innenseite der Erinnerungskarte sind mit Handschrift Ihres Vaters folgende Bibelverse zu lesen. Ich habe diese Bibelverse für heute als Lesung ausgewählt. So hören wir die Lesung aus dem Philipperbrief, aus dem ersten Kapitel, die Verse 9 bis 11. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch reicher werde an Erkenntnis, damit ihr zu prüfen vermögt, was recht ist, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit, zu Ehre und zum Lobe Gottes. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Liebe Gemeinde, eine Botschaft, eine Lebensbotschaft, durch die auch Pfarrer Abrahamowitsch sich persönlich angesprochen gefühlt hatte in seinem Leben. Auf dieser Botschaft basierte er sein Lebenswerk und diese Botschaft zu leben und zu verwirklichen, strebte er nach. Wir sind heute da, um uns stärken zu lassen. Stärken und ermutigen lassen durch die Kraft des Wortes, durch die Botschaften Gottes, die Gott uns immer wieder durch Menschen, durch Erinnerungen, durch Begegnungen und nicht zuletzt durch Beziehungen an uns richtet. Wir beten und summen das Lied 401 mit, die Strophen 1 und 4.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Den heutigen Predigtext lese ich aus dem Brief des Apostels Paulus an die Korinther, aus dem 13. Kapitel dieses ersten Briefes, aus den Versen 8 bis 13, sowie noch ein Vers dazu aus dem 14. Kapitel. Die Liebe kommt niemals zu Fall. Prophetische Gaben, sie werden zunichte werden. Zungenreden, sie werden aufhören. Erkenntnis, sie wird zunichte werden. Denn Stückwerk ist unser Erkennen und Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene kommt, dann wird zunichte werden, was Stückwerk ist. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, überlegte wie ein Kind. Als ich aber erwachsen war, hatte ich das Wesen des Kindes abgelegt. Denn jetzt sehen wir alles in einem Spiegel, in rätselhafter Gestalt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich ganz erkennen, wie ich auch ganz erkannt worden bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte unter ihnen aber ist die Liebe. Bleibt auf dem Weg der Liebe. Amen. Die Hafenstadt Korinth, ca. 55 nach Christus. Wer sind wir? Was brauchen wir, damit wir in unserem Leben zurechtfinden? Wohin eilen wir? Diese und ähnliche Fragen häuften sich in der Gemeinde in Korinth, worauf der Apostel Paulus nicht zögern durfte, klare Antworten zu geben. Denn die an der Entdeckung der Natur interessierten antiken Wissenschaftler und Philosophen hielten bereits immer mehr schlagfertige Antworten bereit auf diese fundamentalen menschlichen Fragen und verunsicherten dadurch immer mehr Paulus-Anhänger. Die von Paulus gegründete christliche Gemeinde musste in einer wissens- und informationsorientierten Gesellschaft standhalten und brauchte klare, ja stärkende Worte und klare Wegweisungen. So ist der erste Korintherbrief entstanden, in dem Paulus auf viele Fragen der antiken Philosophie reflektiert. So fasste er in Worte, in eindrucksvolle Worte, die vielleicht größte Wahrheit des Lebens zusammen. Die bruchstückhafte Selbsterkenntnis. Denn wir sehen jetzt nur ein rätselhaftes Spiegelbild, bedeutet für mich, dass das Bild, das wir über uns selbst und zu Recht über die Welt um uns herum haben und sehen, ist nie ein vollständiges, vielleicht nie ein wahres Bild. Dieses Bild ist immer nur begrenzt und hinfällig. Mit diesem Menschenbild widerspricht der Apostel die Forderung der alten griechischen Philosophie, nämlich sich selbst zu erkennen, gnoti se auton. Wenn die Selbsterkenntnis schon so schwierig ist, liebe Gemeinde, wie ist denn mit dem Bild, das wir von unseren Mitmenschen und von der Welt bilden? Für Paulus brauchte es einen weiteren Kontext, damit wir zu einer besseren Selbsterkenntnis kommen. Den Kontext Gottes. Den Blickwinkel Gottes sozusagen. Das ist für ihn das Ganze, das Vollkommene. Denn wenn Paulus über sich selbst, über sein Leben spricht, dann meint er nicht nur das begrenzte Leben, das zwischen Geburt und Tod sich erstreckt, sondern all das, das unser Denken und Wahrnehmen übersteigt. Die Wahrheit ist, dass unser Wissen und Erkennen bruchstückhaft ist. Und was ist mit der Wirklichkeit?
Können wir denn etwas mit dieser Bruchstückhaftigkeit anfangen? Paulus sagt, ich zeige euch einen Weg. Und er begann, die Liebe zu beschreiben. 1900 Jahre später, Weltstadt Wien. Wer bist du? Wer bin ich? Wozu bin ich auf der Welt? War ich schon einmal da? Was kommt nach dem Tod? Fragen, auf die nicht nur, aber vor allem junge Menschen dringend klare Antworten brauchten. Der Krieg, das Schrecken war vorbei, der Aufbau eines neuen freien Landes schreitete mit großem Tempo voran. Die Grenzen zwischen Freiheit und Freizügigkeit manchmal verschwommen. Es war die Zeit der Wegsuche für viele Wiener Reformierten. Auch eine Zeit der Prüfung. Was ist wahr und was ist wirklich? Pfarrer Alexander Abrahamowitsch hat den Geist der Zeit erkannt. Er hat es gespürt und wahrgenommen und in vielen Predigten und Gesprächen darauf reflektiert. Seine Erfahrungen und Gedanken sammelte er schriftlich in ein kleines Büchlein zusammen. Das 1973 erschienene Buch Amaris, vielleicht haben einige von Ihnen noch dieses Buch, er widmete dieses Buch an jungen, wegsuchenden Menschen. Er nahm den Gedenkfaden von Paulus auf und fasste in Bild, in selbstgemalten, selbstgezeichneten Bildern und Worte all das zusammen, was er über die Wirklichkeit des Lebens wusste. Amaris, du wirst geliebt. Du bist, warst und wirst geliebt von Gott. Und diese Liebe Gottes kommt niemals zu Fall, wie der Apostel Paulus in seinem Brief beschreibt. Diese Liebe nährt deinen Glauben und erfüllt dein Leben mit Hoffnung. Davon war Pfarrer Abrahamowitsch auch überzeugt. Amaris, du wirst geliebt. Es war und blieb für ihn eine Wirklichkeit, als er als junger Mensch vor einer menschenverachtenden, gewaltvollen Ideologie Wien verlassen und in die Schweiz fliehen musste. Es war und blieb für ihn eine Wirklichkeit, als er sich mit Gottes Fragen und Wissenschaft auseinandersetzte. Amaris, du wirst geliebt, war und blieb für ihn eine Wirklichkeit, als er als Pfarrer und Seelsorger viele Lebensgeschichten kennenlernen durfte. Und diese Wirklichkeit von Amaris zu leben, versuchte er in seinen vielfältigen Rollen zu leben, ja vorzuleben. Als Theologe, als Lehrer, als Familienvater, als Pfarrer und nicht zuletzt als Christ, der seinen Nächsten wertschätzt und sich ihnen in ihrer Not zuwendet. Zum Hohelied der Liebe schrieb Paulus noch einen weiteren Satz dazu. Das lesen wir im 14. Kapitel als erster Vers. Dieser Satz steht im Imperativ. Bleibt auf dem Weg der Liebe. Wobei Paulus hier das Wort Nachjagen verwendet. Denn die Liebe ist keine abstrakte Idee oder ein bloßes Ideal, aber auch kein unverlierbarer Besitz. Sondern die Liebe soll immer neu leidenschaftlich gesucht und wahrgenommen werden. In diesem Sinne lebte und wirkte Pfarrer Abrahamowitsch. Und in diesem Sinne gilt heute der Aufruf von Paulus, auch für uns heute, liebe Gemeinde. Bleibt auf dem Weg der Liebe. Jagt der Liebe nach. Denn wie Pfarrer Abrahamowitsch schrieb, wer Gott sucht, muss wie ein Schatzsucher oder Kriminalist ans Werk gehen, echt von falsch unterscheiden, Phrasen und hohlen Worte entlarven und dennoch ehrfürchtig Menschen zuhören, auch Ungebildeten, auch Kindern und sogar den zwitschernden Vögeln und in der Bibel lesen und meditieren und die Hände falten. Amaris, das ist alles, was ich weiß. Und was ich dir sagen wollte. Amen.
Liebe Gemeinde, ich möchte jetzt Pfarrer Abrahamowitsch durch sein Buch ans Wort kommen lassen und ich bitte herzlich seinen Sohn, Pater Johannes Paul, dass er aus diesem Buch einige Stellen vorliest. Es sind von Pfarrer Henrika ausgesuchte Stellen. Das biblische Ja. Ich habe aus der Bibel gelernt, das Leben zu bejahen. Materie und Geist, Leib und Seele haben denselben Ursprung. Wie auch immer man sich diesen Ursprung vorstellen mag. Es ist gut zu essen, zu trinken, zu tanzen, zu spielen. Das alles scheint freilich bloß allgemein menschlich und nicht besonders religiös. Das biblische Ja zum Leben erscheint sogar beinahe materialistisch, während das unbiblische Nein zum Leben oft als Religion imponiert. Aber dieser Schein trügt. Das Ja ist tief verwurzelt im biblischen Glauben. Im biblischen Glauben, dass wir alle Brüder und Schwestern sind, in direkter Linie verwandt mit dem schöpferischen Geist, der das Weltall erfüllt. Er ist unsichtbar. Er antwortet dir nicht auf dein ungestümes Fragen: Wer bist du? Wer bin ich? Wozu bin ich auf der Welt? War ich schon einmal da? Was kommt nach dem Tod? Er macht sich aber spürbar. Plötzlich mit einer Eingebung, mit einem Traum, einem nie gesehenen inneren Bild, einer inneren Stimme, oder einem ungeahnten Gefühl. Wenn du der Sache nachgehst, bemerkst du, dass er dich von allen Seiten umwirbt, mit der zarten Zurückhaltung eines unendlich Liebenden, der dich nicht erbeuten, vernaschen, versklaven will, sondern der bereit ist zu warten, bis du ihn wahrnimmst und im Herz und Sinne in freier Liebe öffnest. Je mehr du dich öffnest, desto lebendiger, desto schöner und besser wirst du, desto mehr lösen sich alle inneren Spannungen, Hemmungen, Verklemmungen. Du wirst ein ganzer Mensch mit einem ganzen Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt und allen Kräften. Die stärkste Gewissheit sinnvollen Daseins geht davon aus: Amor sum. Ich werde geliebt, darum bin ich. Amaris, du wirst geliebt.
Das ist das Wunderbarste, was ich dir zu sagen habe. Weil du das nicht nur irgendwie zur Kenntnis nehmen, sondern mit allen Fasern deines Wesens erleben kannst. Das kann zu raschen inneren Veränderungen führen, kann Augenblicke namenloser Seligkeit bringen, freilich auch Tränen und Bitterkeit, wie jede Liebe. Hat dich die göttliche Liebe, die in dich eingedrungen ist, angesteckt? So erwacht in dir der Trieb, wie Christus selbst aus deinem kaum erst erworbenen Liebeshimmel hinabzusteigen und die Menschen zu lieben, ganz einfach einer von ihnen zu sein, ihnen zu dienen und sie vielleicht gelegentlich aufmerksam zu machen auf das heilige Feuer. Liebe Gemeinde, als Fürbitter habe ich für Sie zwei Gebete ausgesucht. Ein Gebet aus dem Jahreskalender von Pfarrer Abrahamowitsch und ein anderes Gebet, das Friedensgebet Franz von Assisi. Dieses Gebet wurde im Familienkreis immer abends gebetet. Ich bitte jetzt herzlich seine Tochter, Frau Bettina Abrahamowitsch, dass sie uns diese Gebete vorbetet. Herr,
Schenke mir die Gnade, manchmal zu sein wie ein Wasser, das sich ganz beruhigt, und lass dann dein Wort wie einen Stein mitten hineinfallen und die konzentrischen Kreise, die sich bilden, lass mir zur Zuversicht werden, dass du die Mitte bist und dass alles aus dieser Mitte heraus seine Lösung findet. Lass es nicht zu, dass ich einfach so weiterwurschle mit halbem Herzen, mit halber Seele, mit halbem Gemüt. Lass es nicht zu, dass ich Menschen abschreibe und betrachte, als würden sie außerhalb deiner Kreise liegen, sondern gib mir das Zutrauen, dass ich meinen Mund öffnen kann und sie dein Wort aus der Mitte hören. Ich bitte dich für alle Menschen, die an dir verzweifelt sind, die meinen, es gebe jetzt keinen Sinn mehr, keinen Weg und keine Mitte. Lass sie sich finden in dir. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.
Das Lied 221 war auch ein von den Lieblingsliedern von Pfarrer Abrahamowitsch. Liebe Gemeinde, die Abkündigungen möchte ich bei zwei Familien beginnen. Wir haben gestern mit der Familie Salzmann-Jansak die Taufe ihres zweiten Sohnes Julian Alexander Thomas gefeiert. Zum Taufspruch für Julian wurde ein ermutigendes und stärkendes Wort aus dem Buch Josua gewählt. Sei mutig und entschlossen, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Wir wünschen auch von dieser Stelle Julian, dass dieser Zuspruch in seinem Leben zu einer gelebten Wirklichkeit wird, woran er sich immer wieder festhalten kann. Ja, bewegende Zeiten erlebt zurzeit auch die Familie von Laszlo Cseresch. Er ist vor einem Monat in seinem 83. Lebensjahr unerwartet, aber friedlich zu Gott zurückgekehrt. Laszlo Cseresch gehörte noch zu der Generation, die die kommunistische Diktatur in Ungarn hautnah erlebte und 1956 seine geliebte Heimat für immer verlassen musste. Zuerst nach Wien, nach Dreiskirchen und dann nach Australien führte sein Lebensweg, bis er in den 80er Jahren wieder nach Wien zurückkam und hier eine zweite Heimat fand. In seinem Herzen blieb er aber mit seiner Heimat, mit Ungarn und mit dem Gebiet, wo er geboren und aufgewachsen ist, mit Tokaj, immer sehr verbunden. Ja, liebe Gemeinde, in einem kurzen Gebet möchten wir gemeinsam mit den anwesenden Angehörigen von Laszlo Cseresch Gott um seinen Trost und Kraft für die Zeit ihrer Trauer bitten. Und wir schließen in dieses Gebet auch alle mit hinein, die zurzeit um einen Menschen trauen. Guter Gott, schmerzhaft und beschwerlich sind die Zeiten der Trauer. Wenn ein geliebter Mensch von uns geht, dann spüren wir einen unbeschreiblichen geistigen Schmerz. Auch wenn wir gewiss sind, dass der Tod nur ein Übergang ist, ein Tor zu dir, zu deinem Reich. Wir bitten dich jetzt besonders für die Töchter und Enkelkinder von Laszlo Cseresch, dass sie mit dem Schmerz und mit dem Verlust ihres Vaters und geschätzten Großvaters fertig werden können. Wir bitten dich, Gott, verwandle ihre schmerzhaften Erinnerungen, die sie jeden Tag in der gemeinsamen Wohnung begegnen, in Kraft und Mut. Und wir bitten dich, hilf ihnen, dankbar zu sein für alles, was sie mit ihrem Vater und Großvater verbindet. Und Gott, wir bitten dich um Geduld für alle, die in diesen Tagen um einen geliebten Menschen trauern. Wir bitten dich, umgebe sie mit deiner Wärme und lass sie deine Nähe spüren. Amen. Miteinander und füreinander beten wir, wie Jesus uns beten gelernt hatte. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, Sie wundern sich vielleicht, die Pfarrer spielen mit ihren Handys und das auch noch kurz bevor der Gottesdienst beginnt. Das hat damit zu tun, dass wir live auf Facebook und dann später auch auf YouTube unsere Gottesdienste zum Nachhören oder zum Anhören bereitstellen. Das heißt, wenn Sie etwas vielleicht nicht verstanden haben oder wenn Sie etwas nachhören wollen oder
auch sonst irgendwie Interesse haben an den Gottesdiensten aus unserer Gemeinde, dann können Sie einfach auf die YouTube-Seite Reformierte Stadtkirche Wien gehen und finden dort dann alle diese Gottesdienste. Ja, in dieser Woche ist sehr viel an Gottesdiensten geplant. Wir hoffen auch, dass alle stattfinden dürfen und können. Gehen wir mal davon aus, oder Palmdonnerstag. Palmdonnerstag um 19 Uhr findet traditionell der Palmdonnerstagsgottesdienst statt. Derzeit planen wir auch noch mit Abendmahl, aber in besonderer Form. Also geschützt werden wir versuchen, gemeinsam Abendmahl zu feiern, sofern wir nicht Bedenken haben und das dann doch kurzfristig absagen. Der Gottesdienst wird auf jeden Fall stattfinden und Sie sind herzlich eingeladen. Als Gastpredigerin werden wir die Direktorin der Diakonie Österreich zu Gast haben, Frau Dr. Pfarrerin Maria Katharina Moser. Und der Spruch für den Abend, ja, der passt auch: in die Krise geworfen, aber in der Krise getragen. Und zwischen diesen beiden Polen wird sich das dann sicherlich entwickeln zu einem schönen, besinnlichen Gottesdienst. Sie sind herzlich eingeladen. Am Freitag haben wir dann vor, mit unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden, die wir sehr lange schon nicht mehr real gesehen haben, persönlich gesehen haben, eine Osterandacht zu feiern um 18 Uhr hier in der Kirche. Wir treffen uns immer freitags virtuell online, aber da hat sich gezeigt, dass jetzt doch manche in Quarantäne sind. Was man leider liest in den Zeitungen, ja, in manchen Schulen, ja, sind die Ansteckungen vorhanden und auch manche unserer Jugendlichen sind in Quarantäne und deren Familien. Und auch an sie wollen wir denken heute und hoffen, dass sie nicht erkranken. Die Kollekte, ja, da wollen wir uns vor allem herzlich bedanken für die letzte Kollekte vom letzten Wochenende in der Höhe von 249 Euro. Herzlichen Dank für die Kollekte. Und die heutige Kollekte sammeln wir für das Projekt von Sascha Abrahamowitsch, für das Projekt Abraham in Sané. Da gibt es eine ganz tolle Website, die neu aufbereitet wurde. Dort findet man alle Informationen, was damit geschieht mit den Geldern. Denn das Geld geht eins zu eins, was Sie spenden, dort in die Projekte hinein. In eine Grundschule, in Stipendien und in vieles andere, was man nachhaltig dort wirklich unterstützen kann und auch sollte. Ja, wir bitten um Ihre Großzügigkeit. Am Ausgang werden Sie auch noch einige der Bücher finden von Sascha Abrahamowitsch, einige der Kalender, Jahreskalender mit jedem Tag, auch wenn Sie selbst schon einen haben. Ja, Sie brauchen sie nicht kaufen, sondern die Kollekten sind ja dafür vorgesehen, dass das in das Projekt Abraham hineingeht. Aber wenn Sie jemandem eines schenken wollen, dann tun Sie das. Wir haben ja leider festgestellt, den Band 1 haben wir nicht mehr, nur noch 2, 3 und 4 und eine kleine Kostprobe zum Mitnehmen. Da ist aber noch genügend vorhanden, sie nehmen niemandem etwas weg. Ansonsten, die Blumen sind heute zwar schon vergeben, aber es hat sich auch schon ja als Tradition gebildet, ein bisschen, dass man vorausbestellen kann. Das heißt, wenn Sie den Sonntag darauf oder einen Gottesdienst darauf die Blumen gerne mitnehmen würden, dann kann man das beim Herrn Behler oder bei Pfarrerin Reker oder bei mir auch gerne bekannt geben und wir tragen das dann in die Liste ein, unterstützen tun wir damit das Projekt Leben ohne Kranken aus. Den Segen. Nein, den habe ich nicht vergessen. Aber die Abkündigungen, ja. Dann gehen wir hin in diese Woche, in unser Leben mit dem Segen Gottes, der uns von unserer Geburt an bis zu unserem Ende begleitet, kräftigt und stärkt. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch Frieden. Amen. Thank you.
Zimmer sprechen.